Herr von Bentham, was ist als Bezirksbürgermeister von Porz Ihre Haltung zur Rheinspange? Also die Rheinspange, sagen wir mal so, eine Querung muss irgendwo im Rhein kommen, da bin ich absolut sicher. Warum? Weil wir irgendwo eine Bewegung brauchen von dieser Rheinseite auf der anderen Rheinseite, auf der linken Rheinseite. Die Frage ist aber, warum muss das jetzt in Langel sein? Und die Frage ist auch, warum muss das hier im Naturschutzgebiet gehen? Und Sie haben mich als Bezirksbürgermeister gefragt, und dann sage ich ganz klar, hier geht es gar nicht, aus mehreren Gründen. Ökologisch, aber auch vom Verkehr her. Und Langel wird komplett, in meinen Augen, durch dieses Bauwerk komplett verunstaltet. Das kann und darf es nicht sein. Das heißt, Sie sind nicht grundsätzlich gegen eine Brücke? Ich bin gegen eine Brücke, absolut. Hier in Langel bin ich gegen eine Brücke, auf jeden Fall, weil das geht einfach nicht. Aber eine Brücke in Niederkassel? Ich lasse mich grundsätzlich nie auf Dinge festlegen, aber ich bin der Meinung, eine Querung irgendwo im Bereich soll und muss es geben. Aber es kann auch eine Tunnellösung sein, die muss aber auch nicht in Niederkassel sein. Aber Sie sagen, die Rheinquerung soll kommen, nur nicht hier in Langel. Ist das nicht auch ein bisschen bequem, das Problem einfach woanders hin zu verschieben? Nee, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, hier in Langel darfst du nicht kommen. Ich halte es aber für sinnvoll, darüber nachzudenken, dass wir eine Rheinquerung bekommen. Es muss aber möglich sein, ohne allzu belastend zu werden. Und die Form, wie sie sein soll, weiß ich nicht. Da bin ich kein Experte. Ich weiß nur, dass es hier bei uns in Langel nicht sein darf, dass hier eine Brücke in ein Naturgebiet kommt, was für viel Geld neu gemacht worden ist und was den Menschen angenommen wird, was dann durch so ein Bauwerk verloren gegangen ist. Jetzt kann man ja als Lokalpolitiker immer schön gegen irgendwas sein, wenn man hinterher sowieso nicht entscheidungsbefugt ist. Wie bringen Sie denn Ihre Kollegen im Land und im Bund dazu, diesen Unsinn zu lassen? Also man kann etwas gegen sein, wenn man nicht befugt ist, was zu ändern, ist gar keine Frage. Wenn man aber sagt, ich sage überhaupt nichts dazu, das ist natürlich die bequemste Art und Weise. Ja, ich werde mit allen reden. Ich werde mit den Bundestagsabgeordneten reden, ich werde mit den Landtagsabgeordneten reden, ich werde bei uns im Rat reden, ich werde alles, was ich tun kann, einsetzen aus voller Überzeugung, das hier in Langel mit der Brücke zu lassen.